Servus und willkommen zu meinem Let's Play zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich bin Marv und werde mit euch gemeinsam in die Welt von Tamriel eintauchen. Ab kommenden Freitag, den 11.11.2011, ist es endlich soweit. Dann werden wir die Geheimnisse um den Dovahkiin, das Drachenblut, lüften. Skyrim ist der neueste Ableger aus der The Elder Scrolls Serie aus dem Hause Bethesda und der direkte Nachfolger zu Morrowind und Oblivion. Diese beiden Rollenspiele waren mitunter den besten Spielen des Jahres 2002 und 2006. Ob Skyrim sich diesen Titel dieses Jahr wieder sichern kann, erfahrt ihr in meinem Let's Play. Worum geht es eigentlich in Skyrim? Der König von Tamriel ist tot. Das Land wurde unter den Elfen aufgeteilt und als ob das nicht schon stressig genug ist, haben sich die totgeglaubten Drachen wieder erhoben und mischen in diesem Trubel ordentlich mit. Die einzigste Hoffnung für das Land, wie könnte es in einem Elder Scrolls Spiel auch anders sein, ist ein Sträfling, welcher natürlich gerne für sein Land in den Kampf zieht. Bei diesem Gefangenen handelt es sich um den letzten Dovahkiin, dem sogenannten Drachenblut. Dieser hat sich natürlich gar nicht um die alten Schriften gekümmert und weiß nicht, was von ihm erwartet wird. Denn wer hätte gedacht, dass die Drachen jemals wieder zurückkehren würden? Damit ihr gleich wisst, ob das Spiel überhaupt auf eurem Rechner läuft, blende ich hier nochmal schnell die Systemanforderungen ein. Die minimalen und die empfohlenen Einstellungen. Soweit ich aus den Vorabinformationen rauslesen konnte, wird das Spiel über Steam aktiviert. Heißt also, eine Internetverbindung und sei es eine einmalige, ist Voraussetzung zum Spielen. Falls euch das hier mit den Systemanforderungen zu schnell geht, könnt ihr diese natürlich auch unten in der Beschreibung nachlesen. Bei mir werdet ihr das Spiel höchstwahrscheinlich auf den Ultra-Settings sehen, denn die empfohlenen Systemanforderungen schafft mein System mit Links. Ich werde Skyrim komplett auf Deutsch spielen. Und wenn man sich mal die Auswahl der deutschen Synchronsprecher anschaut, wird die Vorfreude doch gleich nochmal so groß. Mit dabei sind zum Beispiel die Synchronstimmen von Patrick Stewart, Angelina Jolie, Brad Pitt, Dennis Quaid oder Bette Midler. Wenn ihr euch jetzt nur noch fragt, wie ihr die Zeit bis zum Release vorantreiben könnt, habe ich noch einen Geheimtipp für euch. Bethesda bietet die ersten beiden The Elder Scrolls Spiele gratis zum Download an. So könnt ihr euch die Anfänge der Elder Scrolls Saga anschauen und vielleicht die dahinterstehende Story besser verstehen. Die Download-Links zu den einzelnen Spielen findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf diesem epischen Abenteuer begleiten würdet. Seite an Seite mit dem Drachenblut werden wir uns den Gefahren von Tamriel stellen und herausfinden, wieso die Elfen mittlerweile an der Macht sind und wie wir die Drachen besiegen können. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es doch bitte in den Kommentaren, gebt mir einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal. Das war's auch schon wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Marv.